Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist nicht mehr viel zu sagen. Ich dachte mir, die machen echt einen guten Job, meinen Job zu machen. Richtig gut. Echt richtig gut. Das ist das ganze Wochenende. Ich habe Thomas gefragt in der Anbetung, was er für einen Eindruck hat. Und ich hatte genau auch diesen Eindruck, dass Gott eine Befähigung freisetzt. Und dass es, was Ruben gesagt hat, dass es ein Zerbruch ist. In dem Moment dachte ich in meinem Kopf, es ist ein Punkt des Zerbruchs. Es ist nicht du, sondern es ist deine Kraft, die zerbricht. Es ist genau das. Dass wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr selber festhalten. Wir nicht mehr selber unsere eigene Agenda haben. Und es ist tatsächlich so, dass das die Definition von Christentum ist. Wie gesagt, wer mir nachfolgen will, der sagt mir nicht alle seine Wünsche, damit ich sie erfülle, sondern der verleugne sich selbst. Ich weiß, Oldschool Preaching, ja, das hört man nicht mehr so oft. Also sag Gott, was du alles willst und er erfüllt alle deine Wünsche heute. Das ist viel besser als das. Das ist echte Erfüllung durch ein radikal hingelegtes Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Hammer. Ich suche nicht mehr das Leben. Das Leben hat mich gefunden. Ich habe aufgegeben. Ich bin nicht auf dem Selbstverwirklichungstrip. Ich suche mich nicht zu verwirklichen. Jesus ist mein Leben. Hammer, so Hammer. Das, was hier passiert, hier werden Leute nach Hause gehen von diesem Wochenende völlig anders, als sie hergekommen sind. So gut, so gut. Eine Sache und dann machen wir was Schönes. Das ist nur eine, es ist wirklich auch was Thomas gesagt hat, es ist so, ich möchte es einfach nochmal bestätigen, nach wirkliche Freude eines Christen ist genau dort, wo wir uns selbst verlieren, nicht wo wir alles Mögliche wollen, sondern da ist es, weil sonst ist es ja immer noch in den Umständen. Wo wir uns selbst verlieren und loslassen und aufgeben, da blubbert diese Freude, die nichts mit den Umständen zu tun hat. Da müssen wir hin. Das ist, was passiert das ganze Wochenende. Und ich hatte so den Eindruck, eine Sache ist da noch. Eine Sache ist da noch und das möchte ich gerne noch, ich hoffe, ich bin auf der richtigen Spur, wenn nicht, dann werft rohe Eier und dann machen wir was anderes. Die Salbung ist weg, buh! Pass auf. Am ersten Abend sind wir aufgestanden, stimmt's? Heute Morgen sind wir einen Schritt gegangen und heute Abend wären wir für den Krieg zugerüstet. Und das, ich möchte euch ganz offen sagen, dass ich, das ist etwas sehr Frisches in meinem Leben oder eine Phase in meinem Dienst, den Gott vor nicht allzu langer Zeit neu aufgeweckt hat. Weil das sind Terminologien von Krieger und das Schwert nehmen und so weiter. Das habe ich lange nicht benutzt. War nicht dran. Aber ich habe so diese fröhliche, grinsende, radikale, leidenschaftliche, voll fokussierte Armee, die nur ein Ziel hat. Ja, die nur ein Ziel hat. Und dann findet man in der Bibel lauter Sätze mit dieser Sprache.
dass man ausgerüstet, dass man eine Armee ist, dass man fokussiert ist, ja, dass man diszipliniert ist. All solche Sachen, ja, all solche Sachen, die davon sprechen, dass man sich völlig ausrichtet auf eine Sache, Jesus. Und ich glaube, was wir heute Abend noch für eine frische Offenbarung bekommen dürfen, ist, welche Autorität wir in diesem Namen Jesus haben. Amen. Weil wie sollen wir vorangehen, worauf gehen wir zu, wenn wir nicht wissen, dass wir eine Waffe in der Hand haben, dass wir was in der Hand haben, was wirklich einen Unterschied macht, was überwindet, was den Feind, was, pass auf, das ist so, ja, in dem Moment, wo du dich entscheidest zu kämpfen, erfährst du, dass der Kampf schon gewonnen ist. Das muss ich nochmal sagen. In dem Moment, wo du dich entscheidest zu kämpfen, merkst du, der Kampf ist schon gewonnen, weil wir kämpfen nicht für Sieg, wir kämpfen von Sieg. Aber da ist eine aktive Handlung mit involviert bei uns. Es ist nicht nur einfach nur passiv, sondern es ist das Ergreifen, was er bereits getan hat, um es durchzusetzen, um es sichtbar zu machen, um es offenbar zu machen und die Werke des Teufels zu vernichten. Amen. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Oder? 1. Johannes 3,8. Das ist so krass. Jesus ging umher, tat Gutes, heilte alle, die von wem überwunden waren? Vom Teufel. Apostelgeschichte 10, 38. Seht ihr, da ist ein echter Feind, ein Lügner, ein Betrüger besiegt, aber er ist da. Wir fokussieren uns nicht auf ihn, wir reden nicht die ganze Zeit, wir denken nicht, hinter jedem Busch ist ein Dämon. Das ist nicht der Punkt, aber zu tun, als ob er nicht da wäre, ist auch ziemlich doof, weil er ist da. Seid ihr da? Ja? So zu denken, ihn gibt's gar nicht oder völlig auszublenden und zu ignorieren, ist genauso auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, wie sich nur auf ihn zu fokussieren. Weil ihn gibt's. Wozu bräuchtest du Waffen in deiner Linken und deiner Rechten? Wozu brauchst du das Schwert des Geistes? Wozu überhaupt kämpfst du einen guten Kampf des Glaubens, wenn es nicht einen Lügner gibt, der versucht, dich abzuziehen, der versucht, dich in deinen Wunden zu lassen, der versucht, dich in deiner Enttäuschung zu lassen, der versucht, dich in deinem Unglauben zu lassen, der versucht, dich runterzudrücken? Da muss eine gewisse, und das ist, was ich spüre heute Abend, eine gewisse Aggressivität, die ist nicht immer vonnöten. Ja, ich liebe zu empfangen wie ein Kind, ich liebe einfach zu sein in ihm, einfach zu ruhen im vollbrachten Werk, aber manchmal ist es Zeit aufzustehen und zu kämpfen, das Wort zu nehmen und die Wahrheit zu sprechen und diese Finsternis und diese Lügen aus deinem Leben zu schmeißen, aus dem Leben deiner Familie, aus dem Leben deiner Freunde, aus dem Leben der Menschen, mit denen du zu tun hast. Aus dem Leben von Menschen, denen du begegnest im Alltag, aus dem Leben von Gebundenen, von Gebrochenen, von Menschen, die unter Lasten leiden, von Menschen, die bedrückt sind, die unterdrückt sind. Ja, das ist doch das Herz Jesu, oder nicht? Das ist doch das Herz unseres Königs, die Salbung trug, die auf ihm war. Für was denn nochmal? Um die Ketten zu sprengen, um die Gefängnistüre zu öffnen, um die blinden Augen aufzutun, um Freudenöl statt Trauer zu geben, Lobpreis statt Depression, ja, der diese Salbung trug, um zu zerbrechen, was der Feind versucht, an Bindungen, an Gedankengebäuden, an Lügenmustern in unser Leben zu streuen, durch Menschen, die uns falsch behandelt haben, durch Aufwachsen, das nicht in den Wegen Gottes war, durch Medien, durch alle möglichen Lügen. Und manchmal tritt dieser Jesus eben auf als ein Krieger, als ein Löwe, als jemand, der sagt, es reicht, wenn du so willst, wie eine wilde Mutter, deren Kinder angegriffen werden, oder? Ich meine, es ist so, weißt du, das ist im Tierreich schon krass, aber es, ja, es ist ein, das, da ist eine oh, da passiert was, so, don't mess with me, okay, so, das reicht, das ist genau das, wovon wir hier sprechen. Und ich glaube, du darfst wissen, dass du ein Schwert in der Hand trägst. Das heißt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts soll euch schaden. Ich meine, come on, wer lebt denn den Vers bitte? Wer lebt denn den Vers bitte? Oh nein, hoffentlich begegne ich dem Teufel nicht. Oh nein, oh so. Du hast Autorität. Du bist keine Angsthase vor dem Feind. Der Feind ist besiegt.
Du trägst den Namen Jesus, der Name über allen Namen, über jeder Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Der Name, der ewig bleibt, der Name in diesen Zeiten und in allen zukünftigen ist der Name über allen Namen. Er ist das Haupt jeder Gewalt, Macht und Kraft. Er ist nicht der, der unten ist, er ist der, der oben ist. Und er hat dich mit ihm versetzt, an diese Position zu herrschen und zu regieren. Er hat dich mit hineingesetzt in diese Situation. Warum sitzt der Sohn Gottes im Himmel? Warum sitzt er? Weil es vollbracht ist und du jetzt, der Priester, verstehst du, der Priester setzt sich nicht. Der Priester darf sich überhaupt nicht setzen, aber Jesus, der richtige Hohepriester, hat sich gesetzt, weil es vollbracht ist. Und dann heißt es, er wartet. Ja, auf was wartet er denn nur? Wir warten immer auf den Herrn, oder? Wir warten immer auf Erweckung, wir warten immer, dass irgendwas passiert, wir warten immer, dass er irgendwelche Gebete erhört. Und Gott wartet! Auf was denn? Auf wen wartet er denn? Auf uns! Dass wir ergreifen, was uns bereits lange gehört, seit über 2000 Jahren. Dass wir das nehmen, was er bereits vollbracht hat, damit wir darin leben und seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen. Weißt du, wessen Job das ist? Wir denken immer, das ist Gottes Job. Das ist nicht Gottes Job. Gott hat es schon vollbracht. Er hat alles getan, was nötig ist, damit du es ergreifst, nimmst und umsetzt. Sagst, okay, das ist meine Autorität, das ist mein Platz, das ist, wozu ich berufen bin, das ist, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Ich setze es ein. Ich bin nicht mehr passiv. Ich bin nicht mehr passiv, wenn meine Kinder Albträume haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Ich bin nicht mehr passiv, wenn sie nicht schlafen können. Ich bin nicht mehr passiv. Ich werde jemand, der betet. Ich werde jemand, der Autorität nimmt. Ich werde jemand, der unterscheiden lernt. Ich werde jemand, der sieht. Ich bin nicht mehr, ach, das ist so und das ist so. Ja, okay. Und ich versuche das nicht mehr hier oben alles zu verstehen, sondern ich fange an zu sehen. Ich fange an, jemand, ein Krieger des Lichts zu sein. Jemand, der versteht, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Jemand, der Atmosphäre spüren kann. Jemand, der merkt, was los ist und es nicht, oh, bin ich das oder sind es die anderen, oder, sondern der spürt, ich trage das Reich Gottes und wo ich hingehe, ändert sich Atmosphäre. Wo ich hingehe, ändern sich die Umstände. Wenn ich auf meine Arbeit komme, da kommt noch jemand mit. Da kommt noch jemand mit und das ist nicht nur ein Jemand. Dann hast du noch ein paar Engel um dich rum, auch noch. Ich weiß noch, als ich aus der Drogenreha raus, ich habe auf einer Drogenreha Jesus kennengelernt und dann habe ich eine Ausbildung nachgeholt und dann bin ich immer auf den Schulhof gegangen, weil es war schon ein bisschen komisch, so eine Ausbildung nachholen mit einer Ausbildung und ein Fachabitur auch noch. Und dann bin ich immer auf den Schulhof gegangen und ich habe mich immer so schnell so eingeschüchtert gefühlt. So schnell so klein und mit Hut und unwichtig und was hast du denn zu sagen und so weiter. Und irgendwann dachte ich mir so, Moment mal, da marschieren Engel um mich rum, der Heilige Geist wohnt in mir, da bin ich ganz anders auf den Schulhof gelatscht. Das sage ich ja da, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil da was ist im Unsichtbaren, eine Autorität. Und ich glaube, das ist, weißt du, durch schmerzhafte Prozesse gegangen. Mit meiner eigenen Tochter, mit anderen Umständen, die will ich jetzt hier nicht reden, wir haben gebetet und gemacht und gemacht und gemacht, Autorität genommen und so weiter und es ist nichts passiert, scheinbar nichts passiert. Aber ich möchte dir was sagen, jedes Mal, wenn du dich entscheidest, den Weg des Glaubens zu gehen, passiert etwas, ob du es siehst oder nicht. Die Bibel sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel. Okay, das sagt mir, wenn ich bete, passiert was jedes Mal, ob ich sehe oder nicht sehe. Und es ist egal, ob ich Wochen, Monate lang jede Nacht zu meiner Tochter aufgewacht bin und sie gehalten habe und gebetet und es ist scheinbar nicht sofort immer was passiert. Aber irgendwann weiß ich noch, ich bin gerade in der Stadt am Evangelisieren, meine Frau ruft mich an, meiner großen Tochter geht's schlecht und etwas steht in mir auf. Und ich fahre nach Hause und ich nehme meine Tochter in den Arm und ich sage, es reicht. Das, was wir gerade hier gehört haben, es reicht, etwas ist in mir hochgekommen und ich habe Autorität genommen und auf einmal hört es auf, für immer. Kein Nachtschreck mehr,
kein jedes Mal mehr aufwachen. Wenn ich sage, wir sind angekommen und immer funktioniert alles super und alles ist total easy und ja, was machst du denn, was hast du denn für Probleme? Ja, so, davon spreche ich nicht. Ja, da sind manchmal Struggle. Ja, da sind manchmal Dinge, die wir nicht verstehen. Aber nichts davon gibt uns das Recht, die Umstände größer zu sehen als unseren König, der alles überwunden hat. Nichts davon, von unseren Strugglen und Schwierigkeiten, nichts davon gibt uns das Recht, ihn in Frage zu stellen. Nichts davon, der sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat, als wir noch Sünder waren, nichts gibt uns jemals das Recht, unseren Verstand zu benutzen, um Gott zu deklassieren und ihn in die Ecke zu stellen und zu sagen, was soll denn das? Nichts gibt uns jemals das Recht dazu. Nichts. Und deswegen müssen wir aufwachen. Dieses ganze Wochenende ist so krass, so dieses erste Lied, was wir gesungen haben, wenn ihr euch erinnert, dieses Weck uns auf, oder? Weg, das ist, was passiert hier. Wenn ihr hier rausmarschiert, geht ihr anders. Mit erhobenem Haupt, nicht arrogant, nicht stolz und besserwisserisch, sondern ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wem ich glaube. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich kenne den. Nicht nur vom Hörensagen, sondern meine Augen haben ihn gesehen. Es ist eine Power, die in dir aufsteht. Ich sehe das, ich spüre das, ich weiß das. Du gehst hier raus, die Minderwertigkeit von dir abgefallen, diese Lügen, die ganze Zeit sagen, ha, was bist du denn, was denkst du denn und was glaubst du denn? Du sagst, Ruhe! Genau. Ruhe! Seht ihr, das ist das, was wir meinen hier, das ist das, was wir im Geist spüren und was ihr auch spürt. Das ist nicht, man kann das so schwer in Worte fassen, aber das ist dieses Ruhe. Ich habe lang genug mit mir spielen lassen, ich bin lang genug der Spielball der Lügen gewesen und der Minderwertigkeit und der Einsamkeit und keiner sieht mich und keiner hört mich und keiner mag mich. Ruhe! Das ist, wer du bist. Du bist jemand, der sagt, Ruhe! Kein Opfer mehr. Kein Ich Arme. Ach, wenn du wüsstest. Du hast ein Schwert. Du hast ein Schwert. Nutze es. Setze es ein. Du trägst eine Rüstung, die zieht man nicht jeden Morgen an und abends aus. Die hast du die ganze Zeit an. Es ist die Gerechtigkeit Christi, es sind seine neuen Kleider der Heiligkeit. Es ist er, was er ist, es ist sein Glauben, es ist sein Wort in deiner Hand, es ist sein Schutz, sein Helm des Heils um dich rum. Das ist er, es ist sein Evangelium an deinen Füßen, es ist Christus, in dem du bist. Siehst du es? Kannst du dich sehen, wie Gott dich sieht? Und ich weiß wirklich, es ist eins, das jetzt hier drin in dieser aufgeladenen Atmosphäre und wo Offenbarung fließt und wo Lichter angehen, das ist das eine. Das andere ist, wenn du nachher durch diese Tür gehst und dich in dein kaltes Auto setzt. Aber, außer du hast eine Fernheizung. Aber da kommt irgendwas anderes. Ja, ihr versteht mich, oder? Da zählt's doch. Im echten Leben zählt's. Es zählt nicht hier. Sorry, not sorry. Es zählt nicht hier. Es ist schön hier, ich weiß, ich mag's auch. Schön auf Konferenz, schön, wo es fließt, schön, wo wir uns, wir brauchen das, ja, es ist überhaupt nicht, das wäre ich ja nicht hier, wenn ich denke, das ist alles dumm hier, was wir machen, das ist alles bescheuert, warum machen wir überhaupt sowas, ja, ich muss Geld verdienen. Nein, das ist, natürlich ist das gut, aber wo es zählt, warum wir es machen, ist, damit es was verändert, wenn du hier rausgehst, damit du mit einer anderen Perspektive hier rausgehst. Und wenn wir es 100-mal wiederholen, wenn ich 100-mal dasselbe sage, weißt du, manchmal denke ich, ich will eine coole Predigt. Ja, Gott, zieh mir eine coole Predigt. Ich will keine coole Predigt, ich will eine Predigt, die dich verändert. Und wenn ich nochmal dasselbe und nochmal dasselbe und nochmal dasselbe sagen muss, weil es der Heilige Geist sagen will, und du denkst dir so, oh, immer wieder dasselbe. Egal. Warum? Weil Wiederholung festigt.
Und wenn wir diese Grundlagen, die wir wiederholen, gecheckt hätten, wenn es wirklich so wäre, dann hätten wir ja viele Probleme nicht, oder? Dann würden wir Dinge, und ich rede auch über mein eigenes Leben, wir haben, oh, ich meine, Christus in uns, ja, das, wenn man das mal, Gott wohnt in mir. Das ist nicht das zu fassen. Du hast Autorität über den Feind. Du hast Autorität über Dämonen. Du hast Autorität über Lügengeister. Nun, wir haben gelernt über die letzten Tage, so erhobener Zeigefinger. Wir haben gelernt über die letzten Tage, Autorität über den Teufel nehmen wollen und gleichzeitig mit ihm die gleiche Sache machen, ist eine dumme Idee. Ja, deswegen ja, diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit sollten wir auch leben. Okay? Und wenn wir irgendwo uns verlaufen haben, dann sollten wir uns wieder rumdrehen. Amen. Das ist wichtig, ja, weil wenn ich einen unreinen Geist austreiben will und gleichzeitig mit Unreinheit zu tun habe, das wird nicht so gut funktionieren. Ja, aber das haben wir ja klar, das haben wir ja hinter uns. Wir sind ja aufgestanden. Wir haben ja abgelegt. Wir gehen ja jetzt voran. Jetzt heißt es auch kämpfen. Das Zeug, du brauchst nicht warten auf irgendeinen Superhelden, der dir hilft. Der Superheld wohnt in dir. Ja, ich bin nicht so ein guter Christ, aber du kennst den besten Christen, den es gibt. Der heißt Jesus, der wohnt in dir. Einen besseren Christen gibt es nicht. Halleluja. Und dann hast du Vollmacht. Ja, und es wird einige, ich möchte euch, Mann, warum rede ich so? Weil ich möchte, dass du siegreich bist. Ich möchte, dass du Erfolg hast. Ich möchte, dass, wenn du da rausgehst, dass du überwindest und dass es klappt. Und deswegen bereite ich dich vor, das wird nicht nur nett. Erwarte nicht, das wird die ganze Zeit nur, oh, wie schön. Und es ist nicht nur nett, wenn du jede Nacht gegen irgendwer irgendwie aufstehen musst oder mit deinen Kindern was ist oder Krankheit sich gegen deine Familie kommt oder deine Ehe struggelt total und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich sag nicht, dass es immer nett wird, aber ich sag dir, du hast alle Möglichkeiten, wenn du die Opfermentalität ablegst. Du hast alle Möglichkeiten, wenn du auf ihn schaust. Du hast alle Möglichkeiten, wenn du lernst, in seiner Autorität zu wandeln. Wie John G. Lake, weißt du, John G. Lake, ich weiß gar nicht, wie viele von seinen Geschwistern und auch Ehefrauen, warte mal, das ist da nichts durcheinander bringen. Es ist eine von ihm gestorben, nicht viele, aber seine Geschwister gestorben sind. Und irgendwann ist etwas in ihm aufgestanden. Irgendwann hat er dieses Apostelgeschichte 10:38 genommen und gesagt, Moment mal hier. Das ist ja gar nicht Gott, der hier meine Geschwister killt. Alle, die vom Teufel überwältigt waren, hat Jesus gehalten. Moment mal, etwas stand in ihm auf. Und er ist einer der größten Christus in mir Offenbarer dieser Geschichte gewesen. Ja, der, wo ganze Städte frei waren und keine Krankenhäuser mehr und so weiter. Ja, es ist der Wahnsinn. Oder Kenneth Hagin, ja, der da lag und mit seinem Herzfehler war es, glaube ich, weiß nicht so, vergebt mir, wenn ich nicht die Details jetzt gerade voll im Kopf habe, aber der da sitzt und er liest die Bibel, er soll eigentlich sterben und er sieht auf einmal Markus 11, 22 bis 24 ist es, glaube ich, und er sieht, Moment, wenn ich im Glauben etwas sehe und es mir schon gehört, dann gehört es mir und er singt auf einmal, ich bin geheilt und steht auf. Seht ihr, da sind diese Momente im Geist, da sind diese Momente, wo ich glaube, die sind ganz oft da, wo Leute nicht aufgegeben haben. Die sind ganz oft da, wo Leute nicht zurückgewichen sind. Wo sie nicht sich von menschlicher Logik und Humanismus haben einlullen lassen, die menschlichen Wege zu gehen, sondern sie haben gesagt, nein, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Macht irgendwas Klick, oder? Irgendwas macht irgendwann Klick. Und, dafür habe ich keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Dafür würde ich gerne gleich beten und dann hatte ich die Ahnung, wir brauchen nochmal zum Abschied dann so einen schönen Feuertunnel. Ja. Oder vielleicht nennen wir ihn Befreiungstunnel, das wäre mal was Neues. Begegnungstunnel. Das hört sich ein bisschen lahm an, Begegnungstunnel. Also Begegnungswochenende. Aber ich sehe einfach, dass der Heilige Geist uns dieses Schwert neu in die Hand gibt. Dass er uns es neu in die Hand legt und wir stehen wieder auf. Es ist wie eine
pass auf, es ist wie eine Wiederherstellung der Freude am Kämpfen. Es ist wie ein desillusionierter Held, der nach Hause gekommen ist und jahrelang da sitzt und sein Bier trinkt und sein Netflix guckt und seine Chips frisst, fett, ja, außer Form, und irgendwann etwas in ihm Klick macht. Irgendwann was in ihm Klick macht. Und er steht wieder auf. Und er kriegt wieder Motivation. Er kriegt wieder Vision. Er kriegt wieder, oder sie, ja, er oder sie. Nichts dazwischen, okay, egal. Kriegt wieder sie und will und geht wieder voran. Steht wieder auf, kriegt wieder Vision für seine Familie, Ehe, Kinder, Stadt, Land, Welt. Nicht mehr desillusioniert, sondern kriegt neue Sicht. Ich möchte euch eine Sache vorlesen, ich hoffe, ich kriege den Vers jetzt hier noch. Wo ist es? Ah, hier. Der Ruben hat den ersten Teil gelesen. Ich lese weiter, wo er aufgehört hat. Epheser 1, 21 bis 23. Der Name Jesus, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird, ist der Name Jesus. Hast du das gehört? Weißt du, dass er den Namen Jesus der Gemeinde gegeben hat? Hoch über jeden Namen. Hoch über den Namen deiner Herausforderungen und Probleme. Hoch über Krankheit. Hoch über Enttäuschung. Hoch über Unvergebenheit, hoch über Ausrasten, Mangelmentalität, hoch über Trennung, über Spaltung, hoch über diesen Dingen ist der Name Jesus. Über jeder Macht, Kraft und Herrschaft. Hoch. Und alles, und jetzt wird es richtig interessant, sag mal alles. Das letzte Mal, als ich gesucht habe, was alles bedeutet, hieß alles, alles. Der hat sogar noch funktioniert bei euch, Mann und Mann. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Lass mal kurz korrekt bleiben, ja, ganz korrekt. Benimm dich. Alles ist ziemlich viel. Ist alles. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Alles. Ich meine, das brennt hier oben, oder? Das brutzelt. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Alles. Und jetzt, und wenn das ja nicht reicht, okay, alle, ja, ne, Jesus, ja klar, Jesus. Jesus ist alles unterworfen. Ist ja logisch, ist ja Jesus, ist ja mein Retter. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über etwas. Als Haupt über alles der Gemeindeleitung gegeben. Okay. Ich ziehe euch ein bisschen lang hier. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wer ist die Gemeinde? Oh, cool. 20% von euch hier. Ich wusste gar nicht, dass ihr alle noch ein Übergabegebet sprechen müsst, ihr anderen. Okay, aber kriegen wir auch hin. Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Oh, ich liebe euch. Ich hoffe, sorry, ey. Es ist meine Art Humor. Es war ja ein bisschen derbe, aber ihr Erzgebirgler kriegt das schon hin. Ihr seid die sein Haupt ist. Ja, das ist so krass, ihn als Haupt über alles der Gemeinde geben. Und deswegen sagen wir doch, oh Mann, ey, Jesus. Also wenn du sagst, Jesus ist Herr, siehst du, dann ist Jesus Herr. Wenn du dein Leben ihm unterordnest, was für ein schlimmes Wort, ich weiß, mögen wir heutzutage gar nicht mehr unterordnen. Oh, ja. Aber das ist der Schlüssel zu was? Zur Autorität.
Denn du hast nur so viel Autorität, wie du dich Autorität unterordnest. Nun sage ich nicht jeder Autorität, die über den Weg läuft, aber der Autorität, der Name über allen Namen, der über allen Namen ist, der alle Autorität hat, diesem Namen wollen wir uns doch wohl gerne unterordnen, oder? Ich meine, das wäre ja dumm, wenn wir das nicht machen würden, weil er ist ja über allem und wenn ich mich dieser Autorität unterordne, bekomme ich Autorität über alles. Come on. Ich glaube selber ja nicht. Oh Mann, ey. Und alles hat er seinen Füßen oder was ist das eigentlich? Okay. Und alles hat er seinen. Wow. Uiuiui, hier passiert gerade was, alter Schwede. Und alles, oh, Herr, hilf mir, oh, mein Herr. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Oh, deswegen ist es so wichtig, dass er der Herr ist. Nicht nur in unserem frommen Bekenntnis, sondern in unserem Leben der Herr, weil das macht dich zum Herrn. Er ist der Herr der Herren. Der König, der redet von dir. Aber nur in dem Maß, in dem du dich unterordnest, unterwirfst, verleugnest. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt. Oh. Jetzt Vers 23. Er hat alles der Gemeinde gegeben, diese alles ihr unterworfen, die sein Leib ist. Seht ihr, das ist so krass. Wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt. Wir sind sein Körper, die Verkörperung Christi auf Erden. Wie können wir, wenn wir solche Verse lesen, ich meine, wie können wir noch von so einer armen, besiegten Gemeinde reden oder denken? Wie geht das? Sag's mir. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe eine Einladung zu lernen, zu wachsen, nicht Gründe zu suchen, warum das nicht stimmen kann, sondern mich zu demütigen, mich unterzuordnen, zu unterwerfen, freiwillig. In Gefangenschaft begeben, freiwillig. Damit dieser Christus mir das zeigen kann. Damit ich darin leben kann. Für mich. Und du magst nicht mit mir übereinstimmen, das ist okay. Es gibt auf Englisch für diese Art Theologie einen Namen. Das heißt Dominion Theology. Ja, Dominion ist Autorität, ist Herrschaftstheologie, heißt das. Und da gibt es Gegner von. Und das ist okay für mich. Ich respektiere einfach Menschen, die ihre Sicht vor Gott haben und an Jesus glauben. Wir sind Brüder und Schwestern. Ja, ich kann mir meine Freunde aussuchen, aber nicht meine Familie. Also ehrlich, okay? Und das ist in Ordnung. Es ist okay für mich. Aber für mich persönlich, und magst du deine eigene Entscheidung treffen, macht die Theologie, dass eine wachsende Autorität der Gemeinde durch alle Zeiten hindurch stattfindet und wir eigentlich heute ein gemeinschaftliches Autoritätslevel als Gemeinde entdeckt haben, weltweit, wie es noch nie vorher da war, weil es gar nicht ging, weil es diese Vernetzung gar nicht ging, die es heute gibt. Und ich glaube, dass das die einzige logische Erklärung eines guten Gottes ist durch eine Geschichte, die konstant immer wieder auch nicht gut ist. Dass eine Gemeinde mittendrin lernt, wer sie eigentlich wirklich ist. Dass eine Gemeinde mittendrin eigentlich wirklich versteht, was das bedeutet und ihre Erkenntnis wächst. Sie wächst. Die Erkenntnis Gottes wächst. Und während sie wächst, wächst die Erkenntnis der Gemeinde, wer sie ist. Deine Erkenntnis wächst, wer du bist in Christus und wer Christus in dir ist. Und du fängst an, diese Autorität einzusetzen, nachdem du dich seiner Autorität untergeordnet hast. Die sein Leib ist. Und jetzt, wenn das ja nun mal nicht reicht,
kommt jetzt noch Folgendes. Schnall dich an. Die sein Leid, jetzt redet es nämlich von dir. Jetzt bist du, ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist. Jetzt geht es gleich um dich. Die sein Leib ist, die Fülle dessen. Die Fülle. Wer sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist die Gemeinde. Das sind wir. Nicht ein paar Sesselwärmer. Ja, oder nicht ein paar entertaine mich. Gib mir Entertainment. Oh, war nicht so gut der Sonntag. Hat mir nicht so gebracht, was ich wollte. Ich gebe nächstes Mal einen halben Zehnten nur. Oh, ich liebe das. Ihr wisst gar nicht, wie viel Spaß mir das macht. Killing me softly. Killing you softly. Killing you softly with this song. Okay. Schnipp, schnapp. Das ist, Leute, können wir diese Verse vielleicht mit nach Hause nehmen und essen? Verstoffwechseln, drauf rumkauen, drüber brüten, meditieren, immer wieder wiederholen, vor die Augen halten, in unserem Herzen bewahren, unsere Ohren dem hinwenden. Können wir das vielleicht glauben? Können wir damit unsere Herzen füllen, dass unsere Herzen sagen, ja, hoch über jeder Gewalt, über jeder Kraft, über jeder Macht, über jeder Herrschaft, über jeden Namen, der genannt ist und genannt werden wird in diesem Zeitalter und allen Kommenden, ist der Name Jesus und dieser Name ist der Gemeinde gegeben und wir sind seine Fülle, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat alles der Gemeinde gegeben. Das heißt, unter unseren Füßen ist die Dunkelheit. Unter unseren Füßen ist Zerstörung, Zerfall, Krankheit, Mangel, Lüge, alle Werke des Teufels, alle Werke der Sünde, alle Auswirkungen der Sünde. Und ich weiß, das ist ein Stretch. Ich behaupte ja nicht, dass es immer leicht ist. Ich behaupte ja nicht, dass es nicht Konfrontationen gibt mit Menschen, mit Sachen, die wir nicht verstehen, mit Dingen, die nicht so laufen, wie wir denken. Man kriegt manchmal diese Nachrichten ja fast täglich. Aber ich kann mir nicht leisten, dahinter zurückzutreten. Ich kann nur sagen, Herr Jesus, was fehlt mir noch an Erkenntnis über das, was du bereits zur Verfügung gestellt hast? Öffne die Augen meines Herzens. Öffne die Augen meines Herzens. Lass mich sehen. Lass mich sehen. Lass mich sehen, Jesus. Gib mir ein gehorsames Herz, gib mir ein Denken, was dich verherrlicht, Jesus. Hilf mir, dich zu sehen. Gib mir einen Charakter, der in der Lage ist, zu tragen, was du für mich verheißen hast. Gib mir die Treue, die ich brauche, ja, um das zu tragen, wofür du mich vorbereitest. Diese ganzen Dinge, Gott hat einen Plan. Gott würfelt nicht, Gott ist nicht überrascht. Gott hat ein Ziel, Gott hat einen Traum, Gott ist proaktiv, Gott hat eine Idee. Gott hat eine Idee und ist jetzt nicht immer gucken, wie das wird. Gott hat sich was überlegt und er weiß die Zeiten, in denen wir sind. Er kennt das, er weiß, was er tut, auch wenn wir manchmal denken, wir haben keine Ahnung von irgendwas und wir wissen nicht so genau, was ist hier überhaupt los, oder? Aber Gott weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Und er weiß, warum er dich hier hingesetzt hat. Er weiß, warum du in diesem Wochenende hier bist. Er weiß, warum du hier in Schneeberg an dieser Zeit, an so einer Zeit wie diesen bist, dich angemeldet hast und hierher gekommen bist oder zuguckst über Livestream. Er weiß, warum. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm? Halleluja. Noch ein Vers und dann beten wir. Aus Epheser 3. Ich lese mal ab Vers 9. Ich sollte ans Licht bringen, sagt der Paulus, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er,
der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt, der Plan war verborgen vor aller Zeit. Jetzt nicht mehr. Jetzt macht er ihn, pass auf, den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt bekannt. Jetzt macht er den Plan, der verborgen war, und der Plan, ihn zu offenbaren, war lange geplant. Und jetzt macht er ihn offenbar, und er möchte, dass den Mächten und Gewalten dieser Plan bekannt gemacht oder proklamiert wird. Durch wen? Durch die Gemeinde. Steht da. Ist keine Auslegung von mir. Steht da. Jetzt macht er ihn, den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt, durch seine Gemeinde bekannt. Ich lese euch nochmal die Elberfelder vor. Die ist ein bisschen klarer hier drin. Damit jetzt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, what's that? Ja, es ist irgendwas Böses. Dass jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit oder die bunte Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Boah, die Mächte und Gewalten sollen erkennen, was der ewige Plan war durch die Gemeinde. Und das ist die mannigfaltige, die Weisheit Gottes. Du hast Autorität. Du hast Vollmacht. Du hast beides. Ja? Autorität ist, du hast Autorität, Stopp zu sagen, aber nicht unbedingt die Power. Ja? Ein Polizist hat Autorität, dich zu stoppen. Eventuell bist du aber stärker, kannst ihn platt machen und abhauen. Aber Vollmacht ist die Knarre. Stehst du? Und wenn einer die Autorität nicht achtet, dann ziehst du die Waffe. Und dann ist jemand doch stärker. Richtig? Und das ist, was Christus uns gegeben hat. Nicht nur Autorität, sondern auch Vollmacht. Aber Vollmacht musst du einsetzen. Autorität ist zu sagen, stopp. Vollmacht ist zu sagen, in Jesu Namen, weg. Du gehörst hier nicht hin. Das ist nicht mein Teil, das ist nicht mein Erbe, das ist nicht das Erbe meiner Familie, das ist nicht das Erbe meiner Familie. Tod, Krankheit, Zerstörung, Mangel ist nicht das Erbe meiner Familie. Der Fluch ist gebrochen, dein Blut, Jesus, ist lauter. Du bist Herr in meinem Leben, du bist Herr in dieser Familie. Du bist Herr über meine Kinder. Die Welt kriegt sie nicht, der Teufel kriegt sie nicht, die Krankheit kriegt sie nicht, die Lüge kriegt sie nicht. Meine Kinder sind gesegnet, meine Kinder sind geheilt, meine Kinder sind frei. Sie werden in Fülle wandeln, sie werden in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, sie werden Jesus lieben mit jeder Faser ihres Lebens. Und egal, was ich sehe, was vor Augen ist und was nicht klappt und so weiter, es ist mir egal. Das ist mein Bekenntnis und darin stehe ich. Das ist meine Autorität als ein Vater, als ein Haupt in meiner Familie, und das ist deine Autorität in deinem Leben, deinem Einflussbereich, wo du bist. Auf deiner Arbeit läuft es nicht so richtig. Wie wäre es, wenn du mal den Himmel freisetzt in Jesu Namen über deine Arbeit? Wenn du anfängst, vor der Arbeit für deinen Chef zu beten, wenn du anfängst, für deine Arbeitskollegen zu beten, wenn du sagst, ich löse den Himmel und ich binde jeden Plan der Finsternis. Das wäre doch was, oder? Wir haben Autorität zu binden und zu lösen. Da ist das Schwert. Come on.